Das war damals in der Grundschule, habe außerhalb der Schule dann viel mit Jungs zu tun gehabt und die mussten dann abends halt immer ins Training und dann wusste ich nicht mehr mit mir anzufangen und haben sie halt einfach gemeint, ich soll mal mitkommen und so bin ich dann mal ins Training gegangen, obwohl meine Eltern zuerst der anderen Meinung waren, weil ich eben zwei andere Sportarten noch gemacht habe, BMX und Leichtathletik. Meinten dann, ja, das ist zu viel, aber ich wollte trotzdem ins Training gehen, bin dann auch gegangen und dann hat irgendwann der Trainer bei meinen Eltern angerufen, ob ich nicht doch ja, Fußball spielen könnte. Dann war Fußball von da an im Fokus. Zur Saison 2008-2009 wechselte Kulig aus der Heimat zum Hamburger SV. Nun gibt es einen erneuten Wechsel zum 1. FFC Frankfurt. Mit der U20 feierte sie schon viele Erfolge. Den dritten Platz bei der WM 2008, den Europameistertitel 2009 und die Weltmeisterschaft 2010. Ja, ich denke mal, die WM im eigenen Land ist das Bestmögliche, was es gibt. Es wird nur einmalig für jede Spielerin da sein. Die kopfballstarke, dynamische, schussgewaltige und technisch versierte Mittelfeldspielerin weiß genau, was sie will. Sie ist zielstrebig, konzentriert und wirkt doch niemals verbissen. Also von der B-Jugend an betrete ich immer den Platz zuerst mit dem rechten Fuß. Das hat der bildhübschen Kulig bisher Glück gebracht. Die modebewusste junge Dame hat 2010 ihr Abitur gemacht, konzentriert sich aktuell nur auf den Fußball und möchte nach der WM studieren. Am liebsten Richtung Sportmanagement. Ja, da mache ich am liebsten was mit Freunden. Also so alleine irgendwas machen ist auch gut mal eine Zeit, aber ich bin am liebsten mit meinen Freunden oder mit der Familie zusammen. Und ja, dann geht man mal einen Kaffee trinken in die Stadt oder zwischendurch mal ein bisschen shoppen oder so. Also was halt so eine Frau tut. Besonders gerne kauft sie Sonnenbrillen, Mützen und, typisch Frau, Schuhe. Und sie träumt. Nicht nur vom Weltmeistertitel im eigenen Lande, sondern auch von einer großen Villa mit Pool.